ganz schönen Applaus. Vielen Dank. Danke sehr. Sie sind so viele hier, ganz halb Oetting ist hier, Alt-Oetting ist hier. Gäste aus Bayern, aus Schwaben und überall, denke ich. Aber besonders freue ich mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Jürgen Fliege. Und Hartmut Schiefelbein ist unsicher wie nie im Leben. Herzlich willkommen. Vielleicht wissen Sie das nicht, was ich Ihnen jetzt sagen muss. Wissen Sie eigentlich, dass Sie auch heute noch in ein Irrenhaus eingeliefert werden könnten? Ja, es muss nur zwei in Ihrer Umgebung geben, die sagen, wer ich wirklich bin, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe das wieder vergessen oder ich weiß gar nicht, wer meine Eltern sind. Wer bin ich eigentlich? Sehen Sie, solche Menschen sind heute bei mir zu Gast. Und wenn es Ihnen ähnlich geht, dass Sie vielleicht gar nicht wissen, wer Sie wirklich sind, weil Sie den Vater nicht kennen, die Mutter nicht kennen oder weil Sie alles vergessen haben durch irgendeine Krankheit, heute können Sie mir Ihre Geschichte erzählen. Rufen Sie doch einfach an. Hier steht unser Telefon und im Laufe der Sendung lernen wir beide, Sie und ich, uns vielleicht kennen. Ja, und dann hatte ich Angst. Fürchten Sie sich nicht? Nein. Na gut, dann fangen wir mal an. Was ist Ihr Wunderpunkt? Man wird einsam. Ich habe keine Hoffnung. Es hat keinen Zweck. Das, was ich habe, das wird mich bis an mein Ende verfolgen. Mhm. Das kann man noch nicht heilen. Das erzählt sich jetzt einige Zeit später so einfach. Aber wie sieht man's? Momentan habe ich es erst gar nicht bemerkt. Ein bisschen blöd, ne? Folgen wir mal erst Ihrem Weg. Also, was passiert eigentlich, wenn man mal genau hinhört und genau hinguckt, wo wir gar nichts merken wollen, sondern nur Urlaub machen wollen? Das können Ihnen am besten die erzählen, die geschrien haben. Herzlich willkommen. Geht's Ihnen besser oder schlechter als vor 3 Jahren, als Sie zum ersten Mal hier waren? Sehr viel schlechter. Mhm. Sehr viel schlechter. Mhm. Wollen Sie das ganz genau wissen? Ja, natürlich. Die Wunde ist zwar groß, ja, aber sie ist sauber. Aha. Und so geht's ja auch hier in der Sendung. Wir denken im Moment an nichts anderes, aha, als an dieses Thema. Wir sind jetzt auch in Trance. Und man muss sich nicht fürchten, dass man was erzählt, was man nicht wollte oder so, was man immer geheim halten wollte. Davor schützt das Therapeutengeheimnis. Sie? Ja. Sie? Ja. Man muss sich also Ihnen anvertrauen. Wir hatten Sie ja eingeladen, ruhig bei uns anzurufen und dazu erzählen. Vielleicht haben Sie auch keine Geschichte, keine Mutter, keinen Vater und wissen nicht, wo Sie herkommen. Am Telefon ist jetzt... Herr Fliege, ich habe das gleiche Problem. Ist peinlich, ne? Man schämt sich ja so wahnsinnig. Ja. Was ist passiert? Warum hat man Sie nicht umgebracht? Wenn man so krank wird, dass man schon... Ich darf vielleicht als Pfarrer sagen, über dem Jordan war. Aha. Waren Sie da? Ja, zweimal. Wollen Sie auch sterben? Nö, ist ja schön, das Leben. Macht mich nachdenklich. Ist Poesie Medizin? Auf alle Fälle. Das verstehe ich nicht. Die Worte spielen in unserer Welt sowieso eine sehr große Rolle. Also man muss also auch aufpassen, was man sagt. Es ist eigentlich das Höchste, was wir besitzen. Jetzt gehen wir mal über Sie ein bisschen näher an die Geschichte heran. An was erinnern Sie sich? Soll ich es nicht sagen? Ja, ja. Schnasche zwischen. Noch an den ich schnasche gehen, wollte ich zwischendurch. Gar nicht so wissen, doch, ich dachte, das wollten Sie jetzt wissen. Nein. 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 Das weiß ich nicht. Ich habe ein Problem. Das Problem ist, dass ich hier nur eine Stunde sitzen möchte. Ja, zuhören möchte, aber nicht kann. Schließlich mache ich nicht das Fernsehen. So ist es. Und dann will ich noch etwas wissen. Sie haben einen Sohn. Wie alt ist der? Das kann ich gleich mal ganz kurz erzählen. Vielleicht zum Schluss, weil ich ein bisschen weitermachen muss. In jedem Fall unbedingt. Danke. Wie Sie möchten. Sie sind ich brauche die Geschichte noch. Vater und Sohn. Finde ich spannend. Ja, ja. Also, was war? Ja, das ist eine gute Frage. Liebe machen. Liebe machen, ja. Ja, kann man machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja? Ja. Aha. Ich will das ganz genau verstehen. Wie terrorisiert man, wie foltert man Menschen? Tod ist das Beste, was es gibt. Aber da ist ja noch der kleine Junge. Ja gut, das war mir in dem Moment egal. Weil ach so. Mein nächster Fall ist ein völlig anderer. Jetzt frage ich so mal die ersten Fragen alle nochmal. Also ich meine, soll ich mal versuchen, mit Ihrer Mutter zu reden? Also mit meiner Mutter, die ist auch vom Rechtsanwalt her aufgefordert worden, sich dazu zu äußern. Ja, aber Rechtsanwalt ist nicht Fliege. Ich suche den kleinen Jungen, der alle Türen verschließt. Verstehen Sie, was ich meine? Und sagt, jetzt versuche ich's. Hat man nicht so kleine Fäuste, die langsam trommeln und sagen, du? Da höre ich natürlich die Angst. Der Name des Herrn sei gelobt. Du wirst nicht sterben. Ich bin das Kind. Ich krieg ein Herz. Puppa, 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 puppa. Du wirst noch nicht sterben. Ich bin ganz, ganz gerührt, muss ich sagen. Vielleicht würde ich verrückt. Du hast mich belogen. Warum? Hol mich hier raus. Keiner mag mich leiden, keiner will mich haben. Ich mach Schluss. Gibt's solche Augenblicke? Da gibt's Hoffnung für mich. Oder sind das meine Fantasie? Fantasie?
Ja, Sie sehen das an meinen Augen, dass ich nicht einfach hier Sendung mache, sondern dass ich lerne und atme. Und dass ich viel von Ihnen gehabt habe. Ich bin Jürgen Fliege. Und ich frage Sie mal, wenn Sie sich fragen, auf wen Sie sich am meisten verlassen, oder auch umgekehrt, wer unter Ihnen am meisten leidet, wer ist das eigentlich? Hm? Wir leiden alle an der gleichen Krankheit, an der Einsamkeit. Ist das Folter? Oh ja. Ich muss weitermachen. Leidet man mit? Ja. Leidet man mit? Ja. Leidet man mit? Ja. Ja. Leidet man mit? Ja. Leidet man mit? Ja. Ja, 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 ja. So ist es eben. Wir müssen noch über was anderes reden. Ja. Was heißt Jo? Ja. Ja? Ja? Ja. Ja? Ja. 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 Ja? Ja. 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 Mhm. Ah ja. 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 Oh ja. 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 Beine ausstrecken. Ja. Ja, so ein bisschen, so zu, wie so zu Hause tun. Hm. 1993, waren Sie schon mal vorher in der Türkei? Ich war etwa 20 Jahre zuvor mal auf einer Rundreise nur die Ausgrabungsstätten gesehen, mit meiner Mutter damals noch. Also eine kulturell interessierte ja. junge Frau reist in die Türkei. So stelle ich mir das jetzt vor. Ja. Wie lange wollten Sie da bleiben? 3 Wochen. 3 Wochen. 3 Wochen im Hotel ist langweilig, ja? Ja, es war zwar wunderschön, es war ein wunderschönes Hotel ja. und man hätte die Zeit gut vertreiben können. Ich dachte nur, ich werde sonst dem Land nicht gerecht, wenn ich nicht ein bisschen was von der Natur ach, wahrnehme. Ja. Also ich brauche die Kultur des Landes, ich brauche die Natur des Landes. Ich kann mich nicht hier nur einfach braun braten lassen. Ja. Das war so Ihre Einstellung. Also ist es auch völlig klar, dass man das Angebot 3 Tage mit dem Jeep durchs Land zu fahren und Land und Leute kennenzulernen, die Natur kennenzulernen, annimmt, ja? Ist das so angeschrieben gewesen im Hotel? Ja, also es waren auf diesen Aushängen meines Reiseveranstalters, mit ja. dem ich auch die Tour gemacht hatte, war auch die Jeep-Safari ja. Ins Gebirge angekündigt. Ja. Und die habe ich dann gebucht. Taurusgebirge? In das Taurusgebirge, ja. Wie hoch ist das so? Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Es ist halt eigentlich eher höheren Mittelgebirgscharakter. Ist das gefährlich, wenn man das so liest und sagt, ah, 3 Tage Jeep? Das war jetzt nur eine eintägige Tour. Wurde nur viel tiefer ins Gebirge gefahren als sonst bei anderen Reisegruppen. Das war wohl auch eine gewisse Eigenmächtigkeit des Reiseleiters. Ich will mir das vorstellen. Da fahren also morgens vom Hotel wie viele Jeeps vor?
Also erstmal einen Zubringerbus, der uns aufgenommen hat und ab einem Treffpunkt, dann sind 5 Jeeps losgefahren, vier Leute, also 20. 20 Leute. In jedem Jeep sitzt sicherlich ein Chauffeur oder wie ist das? Das dachte ich auch und deswegen war ich entsetzt, als ich hinkam und es hieß, wir sollen selber fahren und nur im Leitfahrzeug sitzt ein ortskundiger Fahrer und zugleich der Reiseführer. Ich wollte natürlich nicht für andere Leute die Verantwortung übernehmen und habe gesagt, ich gehe nicht zurück, meinen Führerschein holen. Ich habe keine Insassenhaftpflichtversicherung, es ist unbekanntes Gelände, ich übernehme keine Verantwortung. Und daraufhin hieß es, sie sind auch die einzige Einzelperson, alle anderen Fahrzeuge gehen pärchenweise auf. Sie müssen sowieso auf den einzig freien Platz hier im Leitfahrzeug hinten rechts. Und da habe ich mich hingesetzt. Dann sind Sie sozusagen bei dem Leiter der ganzen Expedition im Auto gesessen. Mhm. Und hinter Ihnen fahren 4 Jeeps her, wo deutsche Urlauber offenbar am Lenker sitzen. Ja. Mhm. Dann sind Sie doch in der besten Position. Bei Ihnen fährt endlich ein Profi. Einer, der das immer macht. Einer, der das jeden Tag macht. Ja, dachte ich auch. Aha. Was ist passiert? Der Fahrer ist zu schnell gefahren. Wir haben ihn auch gebeten, nicht so schnell zu fahren. Auch das Ehepaar, wo die Dame neben mir hinten saß. Ja. Und er hat sich ein paar Minuten kontrolliert, hat nicht so aufs Gaspedal gedrückt. Und dann hat er doch wieder Gas gegeben, wollte wohl in der Kurve so ein bisschen das Fahrzeug schlenzen lassen. Vermutlich eine Übermutshandlung. Mhm. Und hat die Kontrolle verloren. So ein bisschen Schumi im Taurusgebirge. Genau. Und hat dann angefangen, mit dem Heck auszubrechen, hat panisch um 180 Grad gegengelenkt, hat dann total die Kontrolle verloren gegen eine Felsnase. Dann haben wir uns überschlagen, also ich bin gleich von hinten rechts rausgeweht worden, so wie Engelchen fliegt, über mehrere Meter dann auf die Felswand geprallt, mit dem Gesicht zuerst und dann kam das Fahrzeug noch überschlagend hinter mir hier auf mich drauf. Dann wurden halt nicht nur das Gesicht zertrümmert. Langsam. Ja. Fels, dann Sie und das Auto drauf und Sie da drin. Ja. Zwischen beiden. Mhm. Da kann nicht mehr viel übrig sein. Ja. Also, dass Sie hier überhaupt noch sitzen, sage ich mal, ist erstmal mehr als statistisch, dass Sie überhaupt noch hier sitzen. Ja. Aber wenn Sie überlebt haben, wie haben Sie da ausgesehen? Ja, ich hatte einen kompletten Gesichtsabriss, nennen das die Ärzte, also über 60 Schädelbrüche, vorwiegend Gesichtsschädelbrüche, aber auch Schädelbasisbrüche. Dann die obersten Halswirbel waren mehrfach gebrochen. Also das, was Verletzungen. Da waren allein 60 Knochenbrüche an Ihrem Kopf? Ja. Und Ihr Gesicht? War nicht mehr vorhanden. Ein Auge hing hier, eins konnte man bisher auf Mundhöhe ziehen. Hm. War auch nichts mehr da. Das heißt Zähne, alles raus? Ja. Seit 5 Jahren wird an Ihnen herumoperiert, muss man sagen. Jede Ferien, die Sie haben, jeden Urlaub, den Sie haben, immer wieder wird ein Millimeter mehr korrigiert und mehr korrigiert und mehr korrigiert. Nun müsste man normalerweise jetzt sagen, oh Gott, wer hat da am Steuer gesessen? Erstens mal das Banalste, entschuldigen und eintreten dafür. Ja? Jetzt höre ich, dass Sie seit 5 Jahren kämpfen müssen. Ja, die erste Regung war, dass sie nur zur Kenntnis genommen haben, dass mein Urlaub wohl nicht zur vollsten Zufriedenheit abgelaufen ist. Das war die erste Regung auf diese Ankündigung. Ihr Urlaub ist offenbar nicht zu ihrer vollsten Zufriedenheit. Ja, aber keine Entschuldigung. Mhm. Und erst als mein Bruder heftig protestiert hat dagegen, gegen diese Art, wie damit umgegangen wird, wurde eingeräumt, dass es ein Textbaustein vermutlich war. Also der Fall wurde gar nicht ernst genommen. Wir haben Ihnen den falschen Brief geschrieben. Ja. Ein Textbaustein, von wegen der zu vollsten Zufriedenheit, ist ein bisschen unglücklich ausgedrückt. Ja, genau so. Ja, aber wir sehen ein, dass es noch unglücklicher war. Ja, aber es gab nie ein Bedauern oder ein Eingeständnis. Ganz im Gegenteil. Hm. Sowohl das Kümmern vor Ort, also der Chefreiseleiter, der wirklich sehr gut Deutsch konnte, der hat auf mein Bitten so nicht reagiert, mich ausfliegen zu lassen, tagelang nicht. Ne? Mhm. Und die Familie zu verständigen, das lief auch sehr zögerlich an. Mhm. Warum wollten die Sie nicht ausfliegen lassen? Sie haben mir gesagt, dass es umgerechnet mindestens 30.000 Mark kostet und Sie haben keine Lust, auf dem Geld hängen zu bleiben. Sie hätten da schon Ihre Erfahrungen. Sie haben mir nicht geglaubt, dass ich ADAC-Mitglied bin und dass in der Reiserücktrittversicherung auch noch abgesichert war.
Also egal, was du für Versicherungen abgeschlossen hast, es kann Situationen geben und die treten bei Ihnen auf einmal auf, wo sollte sagen, interessiert mich alles gar nicht. Ich war allein, ich habe gesagt, im Hotelzimmer ist alles in meiner Handtasche, auch das Notizbuch mit meinen Familientelefonnummern unter meinem Namen. Ja. Aber er hat nicht weiter reagiert. Das heißt, im konkreten Fall bin ich irgendeinem Reiseleiter völlig ausgeliefert. Ja. Dann gib mir doch wenigstens mal ein Telefon. Kann man nicht, ne? Mit so einem Kopf, doch, mit so einem Gesicht. Ja, trotz der halb durchgerissenen Zunge und Rachen zerrissen und Gaumen, alles habe ich ja noch mich artikulieren können. Sie haben ja auch sinngemäß geantwortet. Nur die Ärzte konnten nicht alle Englisch. Ja. Und einzelne Krankenschwestern ein bisschen, ja. Mhm. Aber man war allein, niemand hat die Interessen wahrgenommen. Mhm. Eine Urlauberin aus dem Hotel hat nach mir gefragt. Der wurde 3 Tage lang erzählt, ich wäre irgendwo auf dem Gelände und sei nichts passiert. Und auch wenn sie, als sie dann immer gesagt hat, das muss doch was passiert sein, die ist doch nicht vom Ausflug zurückgekommen. Mhm. Erst nach 3 Tagen auf ihr Drängen wurde dann zugegeben, dass ich verunglückt bin. Mhm. Und die hat dann auch versucht, über Auslandsauskunft Leute mit meinem Namen in Frankfurt zu erreichen. Mhm. Ja. Nun sind Sie in großer Not, so drücke ich mich mal aus. In großer Not, weil Sie ganz alleine kämpfen, dass man endlich nicht nur mal Entschuldigung sagt, sondern dass man Ihre Schmerzen, Ihre Unkosten, Ihre medizinischen Unkosten, Ihre Anwaltsunkosten, Sie sitzen auf allen Kosten. Ja. Wie kommt das? Also Sie sitzen nicht nur auf einem zerschundenen Leib, sondern Sie sitzen auf allen Kosten. Ja. Und Sie haben diesen Unfall ja noch gar nicht überwunden. Man sind ja noch mittendrin. Ja, man sieht nicht mehr alles, aber es ist noch einiges da. Ja, und die Angst, diese ganzen Prozesse zu verlieren, ist auch da, wie ich mich erkundigt habe. Das ist ein ganz großer Faktor, der einen auch nicht mehr ruhig schlafen lässt, ja, weil ich habe versucht, eben wenigstens meine entstandenen Kosten, Eigenanteile für Prothetik, für viele ärztliche Leistungen, alles, was nicht von der Kasse übernommen wird, einzuklagen. Aber die Haftung wird gänzlich verweigert. Sie schieben es auf irgendwelche Unterveranstalter, sagen, es sei kein Vertrag zustande gekommen, ich sei nicht angemeldet gewesen, niemand von uns hatte Anmeldeabschnitte oder durfte sie auch nicht behalten. Sie sagen, wer weiß, wie ich in den Bus gekommen sei, womöglich irgendwo auf der Landstraße aufgesammelt, nur durch eine Gefälligkeit des Fahrers zusteigen gelassen und damit einen Vertrag an ihn vorbei, an Fischerreisen vorbei, nur mit dem Fahrer zustande gekommen und dadurch keine Haftung. Also jeder Ausflug wird benutzt, um Ihre Ansprüche nicht geltend zu lassen. Ja. Jetzt merke ich, dass Sie doch so erregt sind, dass wir ruhig werden können. Ja. Ja, einfach ruhig werden. Mhm. Wollen Sie mir Ihre Hand einfach nochmal geben? Das ist ein bisschen komisch, aber ich glaube, ein bisschen hilft's. Ja. Ja, aber so... Das ist immer hier, wenn es hochkocht. Mhm. Okay. Von den Prozessen, da komme ich oft heulend, über Stunden heulend, die Bahnfahrt zurückgefahren, weil eben auch so zynisch reagiert wird und überhaupt nicht geholfen wird. Und Anwälte formulieren den letzten Dreck. Ja. Sie bezweifeln alles, sagen sogar, ob eine Frau Unterwäsche trägt, so in dem übertragenen Sinne ist zu bezweifeln. Alles wird bezweifelt, ein Vertrag wird bezweifelt und darum suche ich auch Zeugen, die sich mit mir angemeldet haben, zwei ältere Ehepaare, die haben sich mit mir zusammen angemeldet, damit ich beweisen kann, dass ich in ordnungsgemäß mich angemeldet habe und einen Vertrag mit dem Reiseveranstalter zustande Und nicht als Flittchen zugestiegen bin zu irgendeinem Fahrer. Jetzt suchen wir also ein älteres Ehepaar, das 1993... Zwei ältere Ehepaare haben sich mit mir zusammen angemeldet. Ja, mach, ich bin da. Ja, ja. Halt dich mal fest. Ja. Okay. Wir suchen zwei ältere Ehepaare, die 1993 mit ihr zusammen in der Türkei. In welchem Ort? In Manavgat, im Hotel Ali Bey. Ein berühmtes Hotel, im Hotel Ali Bey, ganz tolles Hotel, großzügiges Hotel, ganz bekanntes Hotel Ali Bey, und in Manavgat mit ihr zusammen diesen Ausflug sich haben eingeschrieben. Das muss es doch geben. Wenn Sie nicht selber zuhören, dann kennen Sie vielleicht ein befreundetes Ehepaar, was im Hotel Ali Bey 1993 war, was diesen Ausflug mitgemacht hat. Wir brauchen die unbedingt, dass dieser Vorwurf aus der Welt ist. Und sie braucht einfach gute Karten, um zu kämpfen. Sie sehen doch, dass sie alleine nicht kämpfen kann. Normalerweise sage ich zum Schluss, verlasse ich und geht vor diese Kamera. Wir machen das von hier.
wissen Sie, Sie können uns helfen. In diesen schweren Zeiten für diese Frau will ich nicht nur einfach sagen, passen Sie gut auf sich aus, sondern passen Sie mal auf, ob Sie jemanden finden, der am 8. September 1993 als Ehepaar, zwei Stück muss es davon geben, in Deutschland, in der Türkei war, in diesem Augenblick, wenn Sie sich erinnern, passen Sie gut auf Sie auf. Und das ist jetzt sehr, sehr nötig, wie Sie sehen. Ich danke Ihnen. Beim nächsten Mal begrüßt Jürgen Fliege Gäste zum Thema sanfte Medizin, Alternativen in der Frauenheilkunde. Wir stellen Frauen vor, die ihre Schmerzen auf die sanfte Weise bekämpft haben. Alternativen in der Frauenheilkunde, das ist das Thema der nächsten Ausgabe von Fliege. Jürgen Fliege präsentiert aus der Reihe Augenblicke die CD Zeit zu träumen. Genießen Sie die schönsten barocken Meisterwerke und lassen Sie sich zum Träumen verführen. Bestellen Sie jetzt die Jürgen Fliege CD unter der Telefonnummer des BR-Shops 089 99 15 17 19. Jürgen, du trägst einen Ring an der Hand, mit der du gerade schneidest. Darf man den mal sehen? Du bist aber nicht verheiratet. Nee, ich bin nicht verheiratet. Mit der Frau, an die du dich lehnst. Ja, so ist es. Nächtelnd. So ist es. Was symbolisiert der Ring? Man hat sie mir geschenkt. Und dann trage ich den. Warum habt ihr nicht geheiratet oder bis jetzt nicht geheiratet? Dann denke ich, das ist unsere Geschichte. Ja. Und manche Geschichten, die gehen dem Herzen so nah, dass es so wie eine Herzoperation ist. Okay. Die macht man nur mit den Beteiligten und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Also ein paar Liebesgeschichten, die bleiben dann nur voller Kraft, wenn man sie nicht weitererzählt, sondern wenn sie das Geheimnis zwischen zwei Menschen bleiben. Und deswegen ist es dieser Ring, ist das Geheimnis zwischen mir und Mechthild. Du bist jetzt im 10. Jahr Fliege, haben wir gesagt. Ich kann mir vorstellen, du hast einen Plan im Kopf, wie das mit deiner Zukunft weitergehen kann. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Nee. Du bist ein Nichtplaner. Mhm. Ich bin ein Improvisierer. Gib mir jetzt das Problem, das löse ich dir jetzt. Aha. Aber sag mir nicht, welches Problem du in 3 Jahren haben wirst. Das ist verrückt. Ich hätte dich anders eingeschätzt. Ich dachte mir, du bist ein Planer. Zumindest ein heimlicher Planer im Hinterkopf. Mhm. Also du musst sehen, von den Leuten, die hier auf diesem Berg gebetet haben, diesen Kelten vor Jahrtausenden, die haben die Menschen eingeteilt nach Bäumen, wann sie geboren sind. Und zu, da gehöre ich, der ich im März geboren bin, zu den am frühesten rauskommenden Bäumen. Das sind Haselnüsse. Haselnüsse sind als erstes draußen. Ich bin eine Haselnuss. Eine Haselnuss ist nicht wie eine Eiche, die plant in Jahrhunderten. Eine Haselnuss hat... Und schnell die, und geht. Schnell, ja, jetzt hat sie die geradesten Stöcke, kommt am schnellsten nach oben und regelt dein Problem jetzt. Aha. Und die kannst du jetzt gebrauchen, dieses Jahr. Aber von 1000 Jahre alten Eichen hat der Haselbaum nichts zu tun. Das bin ich nicht. Ich bin eine Haselnuss. Hast du als gläubiger Mensch Angst vom Altern, vom Sterben? Überhaupt nicht. Also ich habe schon nicht? Nee, null. Ich habe ja schon so oft an Sterbebetten gestanden. Ich habe so oft schon Augen zugedrückt. Ich habe selber die Vorstellung, dass die Freunde und mein Großvater und mein Vater, den ich verloren habe, dass die auf mich warten. Also wenn ich hier sozusagen meinen Kindern oder wer immer da stehen mag, wenn es denn Gott so fügen könnte, dass ich mich von denen verabschieden kann, so richtig das Haus bestellen, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich aus einer Hand gehe, sondern da stehen die schon, die mir voraus sind. Ich gehe zu den Vätern. Was möchtest du, dass die Leute über dich erzählen, wenn du tot bist? Ach, oder was von dir bleibt? Nee. Alles nicht notwendig. Braucht keinen Grabstein, braucht kein Gipfelkreuz, braucht keine Sprüche wie Brandt und Goethe, von wegen, er hat es versucht oder er hat sich bemüht und nicht mehr liegt. Ich finde das alles blöd. Wenn die mich nach 10, 20 Jahren vergessen haben, ist nicht schlimm. Hm. Wenn ich denn weiterleben möchte, wo Erinnerungen sind, dann in denen meiner Töchter natürlich. Oder vielleicht haben die auch Kinder. Da schon, aber ein anderer muss Jürgen Fliege nicht gekannt haben. Gibt es Dinge, wo du sagst, nein, das möchte ich unbedingt machen? Nein, also ich muss nicht nach Australien.
muss ich alles nicht. Ich müsste, wenn es hart auf hart kommt, nicht einmal Deutschland verlassen. Ich würde ganz gerne diesen Sommer, wie wir ihn hatten, öfter genießen. Wenn es in Deutschland geht, dann bitte, wo es ein bisschen wärmer ist. Mehr muss nicht auf den Tisch als Käse, Brot, eine Tomate. Ein kleines Glas Rotwein wäre mir noch ganz lieb ab und zu. Aber das reicht. Mhm. Und Menschen zu haben, mit denen man lachen und weinen kann, es kann, ganz egal wo, ganz egal wie, aber das ist es. Kann im Blockhaus in Norwegen sein, kann aber auch in Mallorca sein, kann aber auch hier sein. Da waren wir ja heute ganz schön nah dran. Wir hatten ganz schön Zeit Käse, Zeit. Ja, wir hatten Zeit für draußen. Und mussten nicht arbeiten gehen. Wenigstens ich nicht. Grüß euch. Ist gut? Ja, zum Ratschen sind wir raufgegangen. Dann ist Irina. Schon, oder? Das hat jetzt zum Zehn herum. Und dann sehe ich, dass du einen schönen Haselnussstock hast. Ja. Ich habe dem Werner gerade erzählt, dass ich mit so einem Haselnussstock verwandt bin. Habe ich ihm gerade erzählt. Jetzt kommst du vorbei und zeigst mir so einen Haselnussstock. Komisch.